Hallo, Saiyajin-Freunde, hier ist wieder eure Saiyajess und heute machen wir einen Quickie, denn ich habe 3 Booster von einem Freund geschenkt bekommen von Warhammer und ich muss sagen, ich kenne mich nicht damit aus und deswegen machen wir jetzt einen kleinen Quickie daraus. Ich öffne die und sage euch einmal, wie ich die Karten finde, wie ich den Look finde. Und wir sehen ja schon, ich würde sagen, auch wie bei manch anderen TCGs, ist das Ganze hier ein bisschen düsterer gehalten. Also wie auch Magic, WoW, diese TCGs sind ja alle in dieser Welt zu Hause, okay. An sich das erste Design, der erste Eindruck finde ich schon ganz cool. Also es hat auf jeden Fall was. Es ist sehr detailreich gezeichnet und die Karten fühlen sich cool an. Hier auch die letzte Karte, eine Holo-Karte. Und die, oh, so hier mit ganz vielen, wie heißt es, Skeletten. Nice, also die Karten haben schon was. Wie gesagt, hier kenne ich mich nicht wirklich aus, wie man das Ganze spielt. Da bin ich kein Profi. Aber jedes Pack-Opening macht einfach Spaß. High Tide. High Tide. Moon. Okay, nice. Auch die sehen gut aus. Und ich merke schon auf der Rückseite, dass die Karten auch richtig cool gemacht sind. Die sehen wirklich nice aus. Bolt of Cent. Okay. Und wir haben wenig Text. Was soll ich sagen? Ich finde das sehr gut. Ich denke auch, dass man das dann sehr gut spielen kann. Ich werde mir das mal anschauen. Nicht so überladen und 100 Millionen, 1000 Effekte. Das ist auf jeden Fall jetzt der erste Eindruck hiervon. Das finde ich auf jeden Fall schon mal wirklich, wirklich gut, dass hier nicht alles vollgeklatscht ist, sondern wir sehen hier auch schon, sehe ich gerade, ne, Ability, Wizard, hier haben wir einen Warrior, hier ist es anscheinend ein Zauberspruch, Passiv, also man sieht ganz eindeutig, es ist nicht zu vollgeladen, was denn hier mit den Karten los ist, welche Effekte die haben, wie man spielt. Deswegen glaube ich, finde ich das auf jeden Fall hier schon mal sehr, sehr gut. Und, der sieht geil aus. Also sieht eklig aus, aber voll Batscher. Der hat hier anscheinend schon was. Wir haben ja auch hier die verschiedenen Symbole. Wie gesagt, wie das Ganze funktioniert, weiß ich leider nicht. Aber sie sehen cool aus. Und jetzt gucken wir uns hier die Rückseite auch mal an. Und ich werde das uns gleich nochmal näher abfilmen. Die fühlen sich richtig cool an. Die fühlen sich geil an. Und haben hier eben auch diese Erhöhung wirklich nice gemacht. Sehr, sehr coole Karten. Wie gesagt, sehr düster. Ja. Aber an sich fühlen sich die Karten sehr gut an. Vom Spielen her, glaube ich, ist es echt ganz cool. Es ist eindeutig, wie das Ganze funktioniert, wenn man sich die Dragon Ball Karten mal anguckt. Huh, oh mein Gott, wie viel Text da manchmal drauf ist. Ein ganzer Roman. Also das finde ich cool. So, das war unser Quickie. Schreibt gerne mal unten in die Kommentare, ob ihr mehr davon sehen wollt. Und dann von welchem Spiel, welches TCG soll ich öffnen. Das war eure Saiyajess. Wir sehen uns.